Einer der Berichte, die unsere Redaktion sicherlich am meisten bewegt hat, ist die Entdeckung des Kinderheims Shigit in Rumänien. Nie zuvor wurde die Öffentlichkeit Zeuge einer solchen Verrohung. Kinder weggesperrt wie Tiere. Entdeckt und befreit im Jahr 1990. Hier herrscht die Nacht der Zivilisation, mitten in Europa, im Monat 3 nach Ceausescu. Im ständigen Halbdunkel des finstersten Winkels der Hölle von Shigit vegetieren 15 Kinder im Alter von 6 bis 16 Jahren. Dieser Raum der Hoffnungslosigkeit ist die Endstation eines langen Weges in den Tod. Ein Bursch, 3 Jahre, schwer behindert, mit gelähmten Beinen, Koma gefallen. Mädchen, 3 Jahre, schwer behindert, Koma gefallen. Eines der Kinder ist Tiberius Varga. Bei seiner Entdeckung scheint er kaum noch Lebenswillen zu besitzen. Die Rechtfertigung der Pflegerin ebenso zynisch wie gleichgültig. Man hätte sie gleich nach der Geburt töten müssen. Dann wäre es gar nicht so weit gekommen. Doch es kommt anders. Nachdem Spiegel und Spiegel TV über das Heim berichten, bricht eine Welle der Hilfsbereitschaft über Shigit herein. 1,5 Millionen Euro sorgen dafür, dass auch Tiberius in menschenwürdigen Lebensumständen aufwächst. Das war sicher mit das Schlimmste, was ich in meinem Leben gesehen habe. Aber auf der anderen Seite auch die Geschichte, die vielleicht einem Journalisten am meisten Mut machen kann, weil tatsächlich viel passiert ist. Und es passiert ja sehr selten, dass man irgendeine Geschichte macht und tatsächlich den Eindruck hat, darauf wird reagiert und da verändert sich tatsächlich was. Shigit im Jahr 2011. Die Heimkinder von einst leben heute in Wohngemeinschaften. So auch Samanka. Sie hat einen Freund, trifft sich aber immer noch mit ihren ehemaligen Leidensgenossen. Als unser Reporter sie in Shigit entdeckt, ist sie 4 Jahre alt. Abgeschoben von ihrer eigenen Mutter. Mit den Spätfolgen kämpft sie noch immer. Ich hätte so gerne ein Kind gehabt. Ich wollte erleben, wie es ist, von jemandem geliebt zu werden und für jemanden zu leben. Doch ich habe mein Kind in der Schwangerschaft verloren. Ich wollte meiner Mutter sagen, schau, ich behalte das Kind. Ich werde nicht tun, was du getan hast. Du hast mich ins Kinderheim gesteckt und im Stich gelassen. Ich wünsche es mir so sehr. Wenigstens ein Kind. Ein Kind hat sie nicht, aber eine Gemeinschaft, die ihre Familie ersetzt. Möglich gemacht durch die Spenden unserer Zuschauer. Das waren 25 Jahre Spiegel TV. Ein stolzes Alter, das wir nicht erreicht hätten ohne den absolut hartnäckigen Einsatz unserer Reporter. Seit Jahrzehnten stellen sie Fragen, die im Grunde niemand beantworten will, spüren die auf, die eigentlich unerkannt bleiben wollen und gehen dahin, wo andere lieber wegbleiben. Dafür vielen Dank. Wir sind von Spiegel TV aus dem Lichtschirm in der Kirche, bitte schön. Ja, wir gehen raus. Alles gut. Wir werden eingeladen. Germania, wir хотели вот к вам на телевидение Gloria TV зайти. Hallo, Hessler, mein Name von Spiegel TV. Wer ein Facebook-Profil hat, kann nicht nur mit seinen Freunden kommunizieren, sondern auch Fan einer Seite werden. Wir wollen jetzt einmal nachfragen hier in der Firma, was es mit den Vorwürfen auf sich hat. Irland war lange das Lieblingsland der Banker, denn dort gab es so gut wie keine Regeln und niedrige Steuern. La Germania. Aveva una reazione anche alla crisi mondiale, la sua espressione. Könnt ihr irgendwie mal dafür sorgen, dass wir in Ruhe unserer Arbeit nachgehen können? Ist das Ihr Ernst hier? Haben Sie mit der Frau Dr. Tönch vom Landratsamt gesprochen? Nee, ich frage Sie, weil Sie mir als Ansprechpartner genannt worden sind. Direkt hinter mir befindet sich die syrische Grenze. Wir wollten nur mal kurz mit dem Rücken raus. Ja, die Kamera raus. Wir dürfen doch hier filmen. Es geht um Mahnungen der Firma Antasia. Wir würden gerne mit Ihnen über Ihre Pflegekinder sprechen. Wir suchen den Herrn Deutschbauer. Der ist nicht. Nee, das ist nicht wahr. Tausende von Menschen sind auf der National Mall erschienen. Die Kamera läuft noch? Okay. Wer sind Sie denn? Ich bin der Fahrer des Fahrzeugs. Läuft! Buonasera, signori, signorina. Guten Abend bei Spiegel TV. Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Spiegel TV Magazin. Heute haben wir diese Themen für Sie. Wollen wir das denn dabei belassen? Ja,
Ja, gut.